Zeitgefühl mit Kackwurst auf dem Kopf, ey. Ja, auch sonst verläuft der Tempelbesuch sehr romantisch. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute nehmen wir euch auf einen Tagesausflug von Bopot aus mit. Dieser Ausflug wird ein kleines Kulturprogramm beinhalten und außerdem einen Ausflug nach Chaweng. Von Bopot aus fahrt ihr einfach mit dem Roller oder Auto direkt zum Big Buddha Tempel. Das sind ca. 10 Minuten zu fahren. Der Big Buddha Tempel befindet sich direkt am Meer. Ihr könnt mit dem Auto oder dem Roller direkt davor. Hier gibt es eine kleine, naja, sagen wir Stadt oder einen kleinen Gebäudekomplex, wo ihr viele Stände mit Souvenirs, Kleidung, Eis und vielen anderen Sachen findet. Im Big Buddha Tempel müsst ihr keinen Eintritt bezahlen, allerdings ist es möglich, eine kleine Spende zu geben. Dafür könnt ihr euch dann aber manchmal auch einen Segen von einem Mönch abholen. Der Big Buddha Tempel ist ein tolles Bauwerk. Von hier aus habt ihr auch eine super Aussicht über das Meer auf die gegenüberliegende Küste von Koh Samui. Für die Tierliebhaber unter euch gibt es ja auch viele Katzen zu sehen. Direkt neben dem Big Buddha Tempel findet ihr den Tempelkomplex am Plai Lam Tempel. Und nicht nur Fische, sondern auch Schildkröten gibt es hier, die ihr dort hinten auf dem Stein sehen könnt. Ihr könnt mit dem Roller oder mit dem Auto direkt bis an den Tempel heranfahren. Fahrt dabei vorsichtig, denn direkt daneben befindet sich eine Grundschule. In diesem Tempelkomplex findet ihr viele verschiedene Gebäude. Die Gebäude sind zum Teil auf dem Land gebaut, aber liegen zum Teil auch in einem kleinen Teich. Der Komplex ist relativ neu gebaut und man erkennt, dass es hier viele thailändische, aber auch chinesische Einflüsse gibt. Die Hauptattraktion hier in diesem Tempelkomplex sind der lachende Buddha, das Zeremoniehaus und die Statue von Guanyin. Diese befinden sich alle auf dem Teich. Auch für Tierliebhaber gibt es hier viel zu sehen. Wir haben einige Hühner entdeckt, es gibt sehr viele Tauben und man kann die Fische, die in diesem Teich schwimmen, mit dem Fischfutter aus dem Automaten füttern. Das kostet ca. 10 Baht. Auch hier wird wieder kein Eintritt verlangt, ihr könnt aber gerne etwas spenden, um den Tempel zu erhalten. An den Gebäuden selber könnt ihr super schöne Mosaike sehen, sehr viele goldene Verzierungen. Wir konnten auch kleine Einbuchtungen, die mit Namen beschriftet waren, erkennen. Wir vermuten, dass das eine Art Gedenktafeln oder auch Ruhestätten für Gläubige sind. Gefühl mit Kackwurst auf dem Kopf, ey. Ja, auch sonst verläuft der Tempelbesuch sehr romantisch. Um noch etwas Abwechslung reinzubringen, kann es jetzt, wenn ihr möchtet, weitergehen in die Central Samui Mall. Dafür müsst ihr ca. 15 Minuten weiter Richtung Chaweng fahren. Die Mall ist eine ziemlich auf Touristen ausgelegte Mall, aber es ist ein guter Platz, um das Auto oder den Roller abzustellen. In der Mall selber ist alles wunderschön dekoriert, aber es ist auch ziemlich teuer. Es lohnt sich trotzdem mal, einmal hier durchzuschlendern. Vor der Mall gibt es noch einen kleinen Platz, wo wir eigentlich jedes Mal, wenn wir dort vorbeigefahren sind, einen Markt gesehen haben, wo es Streetfood zu essen gab, aber auch kleine Souvenirs zu kaufen. Schaut hier einfach mal durch. Aber lasst euch gesagt sein, dass es hier doch etwas teurer ist als auf den üblichen Märkten in Thailand bzw. auf Koh Samui.
Wenn ihr einmal durch die Mall hindurchgelaufen seid und am anderen Ende das Gebäude verlasst, kommt ihr auf der Hauptstraße von Chaweng raus. Wenn ihr diese Straße einmal runterlauft, kommt ihr an sehr vielen Restaurants und Bars vorbei. Vor allem abends ist hier wirklich viel los und man kann viel erleben, sich ein leckeres Essen und einen leckeren Cocktail oder Shake gönnen.